sind jetzt die Freiwilligen. Also wie wenn ich hier jetzt im Ort wohnen würde. Die sind jetzt alle ganz aufgeregt, das kannst du mir glauben. Ja, die jetzt da drin sind. Das sind jetzt so viele Leute. Das sind jetzt so, die wissen ja, wie viele Zuschauer das jetzt haben und so. Da geht vielleicht was schief oder das ist ein hektisch und so, das wird jetzt ganz gut. Vielleicht soll es dann jetzt nicht eher ein Einsatz bleiben, wo man auch mal was genau sieht, damit also, die werden wahrscheinlich schon versuchen, ruhig zu machen, nicht? Aber die werden sicherlich auch sehr aufgeregt sein, alle jetzt gleich. Was ja auch gut ist, also ich meine, ich wäre ja selbst aufgeregt, deswegen sage ich es jetzt hier. Das wird bei denen jetzt auch nicht so direkt von der Hand laufen. Wahrscheinlich haben sie es ja auch gut geübt. Die werden jetzt wahrscheinlich hier das Fahrzeug aufstellen und dann wahrscheinlich so ein Zimmerbrand scheint es ja, ne? Wahrscheinlich werden sie eine Leiter oder so hochstellen oder über das Treppenhaus, über den Treppenaufgang hochgehen. Leider
stellen Person runter, alles andere ist erstmal egal. Was macht er? Der Gruppenführer, der mit der roten Jacke, der stellt seinen Melder dazu ab, den zu betreuen. Am nächsten Morgen im Raum. Jetzt haben sie Wasser und jetzt gehen sie raus. Und wenn sie halt einmal aufs Klo, keine Ahnung, dem eine Brandflugtaube aufsetzen und dann durchs Treppenhaus wahrscheinlich runterbringen. Also solche Zimmerbrände, da eskaliert es dann schon. Also
Da ist die Leitstelle schon unter Druck und dann fahrt auch schon relativ viel an immer. Die werden ja auch eine Simulationsanlage wahrscheinlich drin haben. Wie es jetzt da in dem Fall genau aussieht, weiß ich nicht. Kannst nur von mir sagen, da hältst du halt zwei, dreimal drauf, dann wartest du ein bisschen für die Übungsgünstigkeit und dann gibst du die Rückmeldung vorher aus. Schlauchfragekorb, ja. Es gibt beides, die haben auch eingerollt. Aber mit denen gehen wir auch vorher. Dieser rote, das war so ein Schlauchpaket. Das hat er vorhin sich über die Schulter geworfen, falls ihr das gesehen habt. Ist da, wo die Schläuche aufgehängt werden, das Wasser abfließt, ja. Ist das dann? Das kann gut sein. Das höchste. Ja, ist meistens immer der höchste Turm bei einer Feuerwehr. Da werden dann die Schläuche aufgehangen. Und da üben die auch, ne? Ja. Wir gehen jetzt aber jetzt mal zum Schlauch. Wofür ist eigentlich der Ballon da? Bitte, was? Ja, der Zug ist auch zum Üben, falls da mal was passiert. Ich soll da